Endlich wieder Automatika. Endlich wieder KI, Robotik und intelligente Automation. Erstmals seit 2018 kann man in München wieder erleben, wie die Produktion der Zukunft aussieht. Automatika ist wie ein großes Klassentreffen. Endlich wieder Kollegen sehen, endlich wieder Partner sehen, endlich wieder Kunden sehen. Gott sei Dank wieder Automatika. Wir haben uns wahnsinnig auf die Automatika natürlich gefreut. Was einem ja fehlt bei erklärungsbedürftigen Produkten, ist der direkte Kontakt zu dem Kunden. Ich kann nicht mit einem Stück Papier solche Maschinen verkaufen. Die ganze Robotikbranche hat eben einen Boom auch erlebt, während Corona ungebremst. Also von dem her kommt die Messe wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Rund 600 Aussteller zeigen innovative Denkansätze, neue Technologien und intelligente Systeme. Dazu Foren mit den Top-Köpfen der Branche und die spannendsten Trendthemen. Der Schritt von der automatisierten zur autonomen Produktion lässt sich hier auf der Automatika live erleben. Kommen wir zu den Daily Highlights von Tag 1. Direkt im Eingangsbereich begrüßt der 6 Meter hohe Sina-Turm die Besucher. Universal Robots und RoboMinds zeigen ihr smartes Kommissioniersystem, das hilft, die Intralogistik zu automatisieren. Bis zu 250 Kisten können auf 6 Meter Höhe gelagert werden. Und das spart gut 200 Quadratmeter Lagerfläche ein. Das Besondere hier ist, wir haben einen Roboter mit dabei, der kollaborativ ist. Wir haben ein Kamerasystem dabei, das mit KI gestützt, das heißt, das Einlernen der Bauteile entfällt. Ich kann quasi in die Kiste reinwerfen, was auch immer ich möchte, und die KI wird einen Weg finden, es zu picken. Robotikgigant KUKA stellt seine neuen Cobots vor. Easy to use ist das Motto. Selbst roboterunerfahrene Personen können dank des neuen Betriebssystems IQKOS sofort mit der Inbetriebnahme des Roboters starten. Alles absolut sicher. Der Roboter verfügt über Kraftmomentensensoren in jeder Achse und kann dadurch spüren, ob sich ein Mensch in der Nähe befindet oder dann eben anhalten, falls eine Kollision passiert ist. Das ist in der Regel so ausgelegt, dass dem Mensch nichts passiert. Damit ist eine Interaktion möglich. Die digitale Transformation ist eines der großen Trendthemen auf der Automatika. Festo bringt sie mit einer neuen Software in der Produktion auf ein neues Level. Das Plus? Der gesamte Fertigungsprozess wird in Sachen Qualität, Instandhaltung und Energieeffizienz optimiert. Predictive Maintenance erlaubt uns während der Laufzeit der Maschine den Gesundheitszustand einzelner Komponenten, Subsysteme oder eben ganzer Anlagen zu überwachen. Wir sehen das auch hier an dem Demonstrator. Wenn wir jetzt hier mal einen Fehler induzieren, das kann jetzt zum Beispiel hier eine erhöhte Reibung sein. Eine erhöhte Reibung kann herrühren von einer geringen Schmierung, von Verschleiß oder Verschmutzung auf der Komponente. Und dann sehen wir unmittelbar, wie dieser Gesundheitszustand, dieser Health Score, wie wir ihn hier in Festo AX nennen, wie der nach unten geht und dann automatisch eine Instandhaltungsmeldung generiert. Und das Spannende ist jetzt, die Maschine läuft ja noch. Die läuft ganz normal weiter. Aber wir haben eben schon im Voraus die Möglichkeit, einen Stillstand einzuplanen. In der Testzone auf der Automatika können Besucher die Zukunft sozusagen anfassen. Hier ist jeder eingeladen, Cobots und Co. einmal selbst auszuprobieren. Berühren und mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht. Beckhoff präsentiert erstmals einen eigenen Roboter auf der Automatika. Das Besondere, der Roboter wird in Modulbauweise gebaut. Im Fokus stehen die Bedürfnisse des Kunden. Der Kunde kann frei wählen. Das heißt, die Module beinhalten, und das ist wesentlich, eine endlose Rotation. Und die ganze Übergabe von Leistung, Daten, Fluiden, Vakuum passiert dann sich im Modul, obwohl es endlos drehend ist. Und so versetzt man den Kunden in die Lage, dass der Kunde nicht uns fragt, was für ein Roboter bietet ihr an, sondern wir sagen dem Kunden, was für einen Roboter brauchst du für deine Applikation. Das heißt, er ist frei gestaltbar. Wie man im Hintergrund sieht, können wir Einachssysteme, Zweiachs, Dreiachs, Vierachs bis zu 14-Achs-Systeme irgendwie problemlos generieren. So hat der Kunde die volle Freiheit und die volle Vielfalt, sich seinen Roboter so zusammenzubauen, wie die Applikation und der Arbeitsraum es verlangt. Und damit kommen wir zu den Daily Talents. Wir präsentieren die Gewinner des Robothon im Rahmen von Munich Eye. Platz 1 und 10.000 Euro hat sich das Kari-Team geholt. 4 Wochen lang haben die Wissenschaftler an einer Lösung mittels KI und Robotik für das Recyceln von Elektroschrott gearbeitet.
Das waren die Highlights von Tag 1. Wir sagen bis morgen und verabschieden uns mit der Daily Vision von Melanie Weiss. Blicken wir in die Zukunft, in der Roboter und Menschen zusammenarbeiten, müssen wir vor allem sicherstellen, dass diese Zusammenarbeit nahtlos verläuft. Die Menschen müssen sich mit den Robotern wohlfühlen und sich von ihnen unterstützt fühlen, ohne frustriert zu werden. Deshalb zielt unsere heutige Arbeit in der Robotik darauf, diese Interaktion reibungslos zu gestalten.